So, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video hier auf dem Kanal, der sich rund um die Mercedes-Klassiker der 70er, 80er und 90er beschäftigt. Wenn ihr bis jetzt noch kein Abo gemacht habt, macht es jetzt, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefällt, am Ende dann einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Wir wollen heute einen Bremsbelagwechsel an der Vorderachse machen von unserem 107er. Das Werkzeug, was man dafür braucht, blende ich euch jetzt ein und dann machen wir das Schritt für Schritt durch nach dem Intro und dann würde ich sagen, dann starten wir gleich. So, bevor wir anfangen, unsere Beläge an unserer Bremse auszubauen, müssen wir erstmal anschauen, was für ein Bremssattel wir überhaupt an unserem Fahrzeug verbaut haben. Ab 85 waren überwiegend die Vierkolber Bremssattel verbaut von Teves, Bendix oder Görling, die Bremsbeläge hier mit den zwei Bolzen haben. Hier zum Festsattel ist zu sagen, das waren zwei belüftete oder entlüftete. Wir haben einmal eine Entlüftungsschraube hier vorne und einmal eine hier hinten. Zusätzlich haben wir eine Bremsbelag-Verschleißanzeige hier, einmal für den inneren und einmal für den äußeren. Und hier hinten, wie im vorangegangenen Video, auch schon mal zu sehen, wo wir uns mit der ABS-Anlage, mit den ABS-Sensoren beschäftigt haben, habe ich hier den Radsensor bei der Vorderachse montiert, der dann oben in diese Buchse endet, die wir dann schon mal durchgemessen haben. Das Video, die Infokarte, blende ich euch jetzt ein. So, dass wir vernünftig an der Aufnahme für unsere Beläge drankommen, ziehen wir erst die Stecker von der Belagverschleißanzeige hier ab. Die können wir einfach nach hinten rausnehmen für den äußeren und einmal den unteren für den inneren Belag. Und jetzt als nächstes öffnen wir oben den Ausgleichsbehälter von unserer Bremsflüssigkeit. So, hier haben wir unseren Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit in Fahrtrichtung auf die linke Seite. Ich habe jetzt hier schon mal ein Tuch runtergelegt. Mir dreht jetzt die Verschlusskappe ab. Das hat einfach den Hintergrund, wenn man nachher, je nachdem wie viel Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter drin ist, dass beim Zurückdrücken von der Kolbe dann die Bremsflüssigkeit dann auch, falls zu viel sein sollte, oben rüberschwappt und dann durch das Tuch aufgefangen wird. So, als nächstes können wir die Haltestifte für diese Feder hier nach hinten austreiben. Dafür sind hier vorne so kleine Löcher im Bremssattel drin. Fahre ich dann mit dem kleinen Austreibwerkzeug hier rein und klopfe dann mit dem Hammer hier hinten drauf. Und dann kommt der Haltestift hinten schon raus. Wenn man dann hinten rausschaut, dann kann ich den hinten mit der Flachzange greifen, drückt die Feder dann hier vorne ein bisschen nach unten, damit die Spannung weg ist. Und kann den Stift dann, den Haltestift nach hinten rausziehen. Hier den oberen und der gibt dann die Feder frei. Ja, auch schon ziemlich verrostet. Und dann den unteren noch, der jetzt, weil die Spannung weg ist, relativ einfach nach hinten rausziehen kann. So, die Feder kann ich jetzt rausnehmen und komme jetzt so an meine Bremsbeläge hin. So, und jetzt können wir unsere Bremsbeläge hier rausnehmen, wenn sie nicht festgerostet sind. Nehmen wir eine Zange und am Bremsbelagträger an der Platte hinter können wir dann den kompletten Bremsbelag
nach hinten rausnehme. So, um die Stecker hier, diese Kontakte für die Bremsbelag-Verschleißanzeige hier von dem alten Bremsbelag zu entfernen, könnt ihr auf die Rückseite mit dem flachen Schraubenzieher hier drunter fahren in die Mulde und könnt den dann nach oben rausstemmen. Darauf aufpassen, wenn er noch gut ist, dass er nicht verkantet, dann vorne auch jeweils ein bisschen nach oben rausdrücken. Und dann kommt der Stift hier, der im Belag hier drin steckt, kommt dann gerade nach oben. Aufpassen, dass das Ganze nicht zu arg beim Rausmachen verbogen wird. So. Dann haben wir hier den Stift, der dann hier im Bremsbelag drin war und dann quasi anzeigt, wenn der Bremsbelag zu weit unten ist, dann das Signal abgibt, dass die Belege zu wechseln sind. So, die haben wir jetzt entfernt. Unsere alte Bremsbeläge liegen jetzt hier. So, bevor die alte Belagverschleißanzeige Fühler in eure neue Beläge einbaut, würde ich die erstmal genau unter die Lupe nehmen. Ich habe jetzt hier schon einer, der hier hinter gebrochen ist. Das ist jetzt nicht weiter wild. Die Isolierung ist noch in Ordnung. Das ist wichtig, dass die Isolierung noch intakt ist, weil diese Fühler funktioniert ja so. Dieser Fühler steckt komplett im Bremsbelag bis zum Anschlag hier drin. Und dieser Stift ist isoliert und innen drin ist ein Drähtle. Und wenn der Belag dann so weit abgefahren wird durch die Bremsscheibe und hier die Isolierung angeritzt wird, wird der Kontakt hergestellt. Und dann gibt es dann eben diese Anzeige, dann, dass die Verschleißgrenze erreicht ist. Und wenn jetzt hier, wie in meinem Fall, ich hoffe, das sieht man jetzt, die Isolierung hier schon weg ist, ja, dann habe ich, wenn ich jetzt durchmesse, also hinten mal, guck auf das Ganze, wenn ich dann hier so reinschaue, ja, so, das könnte dann schon zum Fehler führen und quasi auch bei neuen Belege dann anzeigen, dass die Belagverschleißgrenze bereits erreicht ist, obwohl das gar nicht der Fall ist, ja, deshalb, wie in dem Fall, den muss ich auf jeden Fall auswechseln. Könnt ihr beim Autodoc oder bei anderen Kfz-Teile-Händler im Internet bestellen. Die Dinger kostet 1 Euro und ein paar Cent. Das ist nicht wirklich teuer. Und dann macht er neue rein und dann schließt er somit die Fehlerquelle aus. So, die neuen Belege sind da. 4 Stück für die komplette Vorderachse habe ich bestellt. Die sind jetzt kommen. Ich habe jetzt hier 2 geteilte Bremsbelege im Gegensatz zu der alte, die noch durchgängig waren. Die 17 mm starke. Und hier habe ich das Loch für meine Belagverschleißanzeige, hier diese Messfühler. Ich habe das jetzt hier schon bei 2 Belägen, habe die Messfühler schon installiert. Das mache ich davor, bevor ich es in den Bremssattel einbaue, den Bremsbelag, mache ich das schon davor. Da komme ich hier viel leichter hin. Ich nehme hier den Fühler raus. Der hat hinten... Hier ist der Stift, der in den Belag rein muss und hier hinter hat er so eine Nut, die hier in die Aufnahme vom Bremsbelagträger von oben hier so installiert werden muss. Ja? Und der Stift muss nachher dann komplett im Bremsbelag drin sein, so wie das hier der Fall ist, so dass das oben sauber abschließt mit dem Träger vom Bremsbelag. Damit es leichter reingeht und ich den Stift beim Runterdrücken nicht schon verbiege oder irgendwie abknick, schmier ich die Rückseite leicht mit Fett ein. Aber wirklich nur die Rückseite, schaue, dass er nichts auf den Bremsbelag bringt von dem Fett. Guck, dass ich nicht verkante und setze den Stift hier oben an. Und drückt dann den Stift in den Belag rein.
Der geht dann ein bisschen rein und fürs letzte Stückle klopfe ich dann noch leicht mit dem Hammer hier oben drauf. Und somit ist der Stift jetzt komplett im Belag drin. Das schließt hier oben sauber ab. Und somit kann ich den Belag dann jetzt in den Bremssattel wieder einsetzen. So, jetzt können wir quasi anfangen, schon unsere Bremsbeläge einzusetzen. Wie ihr jetzt schon seht, sieht das Ganze jetzt anders aus als beim Ausbau. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit das Video schon gedreht über die Aufwertung vom Bremssattel und eine neue Scheibe noch reingemacht. Deshalb sieht das jetzt alles noch so frisch und neu und schön aus. Jetzt setzen wir die zwei Beläge ein. Dazu schmieren wir hier hinter die Aufnahme, wo die zwei Splinte dann nachher durchkommen, noch ein bisschen Antiquitsch, Bremse, Antiquitsch-Paste drauf und auf die Rückseite vom Bremsbelagträger machen wir auch ein bisschen drauf, aber nicht vorne auf die Fläche, die dann nachher bremsen soll und an die Bremsscheibe anlegt. Das machen wir da natürlich nicht. So, dann setzen wir unseren Bremsbelag jetzt hier auf der Rückseite ein, der Bremsscheibe. So, ich habe jetzt hier meine zwei Bremsbeläge, einmal auf die Rückseite und einmal auf die Vorderseite hier schon installiert in meinen frisch angepinselten, lackierten Bremssattel. Und jetzt machen wir noch die Fäder hier vorne drauf und fixieren die zwei Bremsbeläge mit einer Splinte von hinten durch den Bremssattel durch. Schaut, dass hier der Belagverschleißanzeige nichts passiert. So, meine zwei Splinte habe ich jetzt hier eingetrieben, mit der Feder die Bremsbeläge an sich fixiert. Und jetzt kann ich meine Bremsbelagverschleißanzeige hier wieder einstecken. Und die Montage der neuen Bremsbeläge wäre jetzt somit abgeschlossen hier. So, wir haben jetzt den Belagwechsel an unserer Vorderachse hier durchgeführt. Die neuen Beläge sind jetzt drin, die Verschleißanzeige ist angeschlossen und wäre jetzt hier am Rad selber somit fertig. Bevor ich jetzt wieder auf die Straße geht, logischerweise muss man die andere Seite auch machen. Ja, man wechselt die Bremsbeläge immer auf einer Achse. Somit müsst ihr die andere Seite jetzt auch erstmal machen und bevor ihr dann wieder losfahrt und die nächste Oldtimer-Ausfahrt mit eurem Fahrzeug unternehmt, macht ihr erstmal oben im Ausgleichsbehälter, schaut ihr mal, dass die Maximalgrenze, die maximale Füllmenge im Ausgleichsbehälter nicht überschritten ist. Durch das, dass wir jetzt ja neue Bremsbeläge in unserem Bremssattel verbaut haben und der Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag verringert wurde, sprich der Kolbe weiter im Bremssattel jetzt ja logischerweise drin sitzt und mehr Bremsflüssigkeit durch das System dann wieder nach oben in den Ausgleichsbehälter drückt. Deshalb könnte jetzt sein, dass zu viel Bremsflüssigkeit jetzt oben im Ausgleichsbehälter ist. Dann zieht er mit der kleinen Spritze, zieht er ein bisschen was weg. Das ist nicht viel.
damit das Level dann wieder passt und der maximale Füllstand von eurem Ausgleichsbehälter nicht überschritten ist. So, und bevor ihr dann wieder auf die Straße geht und die erste Vollbremsung hinlegt, stellt ihr zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe den richtigen Abstand ein, indem ihr das Fahrzeug startet und dann ein paar Mal das Bremspedal betätigt, so dass sich hier an der Bremsscheibe auf beiden Seiten dann wieder der richtige Abstand einstellen kann. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr jetzt schon bemerkt habt, wie ihr vorher schon gesagt, habe ich jetzt hier mein komplettes an der komplette Radaufhängung hier eine neue Bremsscheibe hingemacht, den Bremssattel überholt und instand gesetzt mit dem Reparatursatz. Da gibt es ein ziemlich langes Video dazu, wie ich die einzelnen Schritte durchgeführt habe. Die Infokarte blende ich euch jetzt ein, dann könnt ihr euch das Video auch mal anschauen, würde mich freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like da zu lassen, teilt auch sehr gerne das Video, teilt den Kanal mit anderen Interessenten oder die das Thema interessieren könnte. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank für das Interesse. Bis dann, macht's gut, ciao.